Was doch noch ganz gut zum letzten Video passt, aber dann wird das insgesamt wieder zu lange dauern. Ich habe jetzt ein paar Notizen gemacht, aber das wird ein semi-spontanes Video. Also ich mache die Videos jetzt am besten, das funktioniert eigentlich am besten, dass ich die so semi-spontan mache, also dass ich mir halt Notizen gemacht habe, also wirklich nur Stichpunkte, aber nicht halt rein mechanisch danach gehe. Als ich das letzte gemacht hat, hat das Video extrem viele Dislikes bekommen. Aber ich will die halt auch nicht zu lange machen. Und was ich halt noch, was zum letzten Video noch ganz gut passt, ist, man sollte sich darauf fokussieren, halt sich möglichst ohne erdige Stoffe zu ernähren, also möglichst feinstofflich. Das heißt, nicht darauf achten, dass jetzt in dem und dem Lebensmittel so und so viel Vitamine und Mineralstoffe drin sind. Besonders die Mineralstoffe sind die erdigen Stoffe. Und ich möchte hier mal noch so einige wichtige Punkte nennen, die es da zu beachten gibt und die halt interessant und sorry, dass ich da war irgendwie Staub, die interessant und wichtig sind, damit dieser Rohkostreinigungsweg oder Lifestyle ganz gut oder optimal durchführbar ist. Und es ist halt schon so, dass die meisten Leute halt die Mineralstoffe brauchen zusätzlich wegen der Entgiftung. Also es ist halt nicht sinnvoll, zu versuchen, jetzt in jeder Mahlzeit so maximal irgendwie an Mineralstoffen zuzunehmen. Da möchte ich halt zu sagen, dass es meiner Erfahrung nach, meiner Meinung nach sinnvoll ist, sich über den Tag hinweg, ich fange mal chronologisch an, also wenn man morgens 4 bis 5 Stunden fastet circa, am besten auch noch trockenfastet, aber man kann auch 2 Schlücke Wasser oder sowas nehmen, da am besten gefiltertes Wasser. Dann als erste Mahlzeit wäre am besten halt ein Saft, aber geht natürlich auch ganze Früchte, biologische Früchte und man sollte 2 Mahlzeiten ungefähr am Tag essen und die Verdauungszeiten einhalten, dass man 4 Stunden einhält zwischen den Mahlzeiten, wo man halt nichts isst. 2 bis 3 Mahlzeiten insgesamt und am optimalsten wäre auch noch 4 Stunden vorm Schlafengehen nicht zu essen, sodass man insgesamt 16 Stunden am Tag keine Nahrungsaufnahme hat und in einem 8-Stunden-Zeitfenster Nahrung aufnimmt. Wenn man das Ganze sogar noch 16 Stunden Trockenfasten macht, was aber schon ziemlich advanced ist, sage ich mal, dann ist das richtig mächtig, besonders wenn man dann morgens auch noch in der Zeit, wo man noch fastet, trainiert. Das wäre so das Optimale. Also Bewegungstraining ist auch sehr, sage ich mal, zuträglich. Am besten sogar. Ich rede jetzt auch wieder vom Optimalzustand. Der Optimalzustand wäre tägliches aerobisches Training, das heißt sowas wie Ausdauersport oder halt natürlich auch Aerobic oder Tanzen oder sowas. Das ist aerobes Training. Krafttraining ist auch sehr gut, ist auch sehr gut, um sich zu erden und das brauchen die allermeisten, mich eingeschlossen auch noch. Da ist also Krafttraining ist auch sehr gut und generiert auch Energie. Und erdet halt auch sehr gut. Und das ist halt auch wichtig für die allermeisten, dass man halt nicht so aus der Physis sozusagen rausgeschossen wird. Da müsste man schon, da kommt der Geist dann einfach nicht hinterher insgesamt. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann, weil man halt noch die Mineralstoffe braucht, die meisten, ich auch noch, sollte man die eher über Grünzeug oder halt allgemein Blattgemüse zu sich nehmen. Am besten dunkelgrünes Blattgemüse. Und das am besten auch noch abends eher, weil über den Tag ist es halt gut, dass der Körper die ganze Zeit Energie hat und sich reinigen kann auch. Und dass man auch Energie fürs Training hat, dass man da sein Training macht oder seine Tagesaktivitäten. Muss ja nicht unbedingt Bewegungstraining sein, sondern allgemein auch Bewegung oder halt sonst seine Arbeit, dass dann auch seine Denkarbeit effizienter nachgehen kann. Und abends ist es dann halt so, dass man halt wirklich die Mineralspeicher auffüllt. Zur Not kann man es natürlich auch Mittag machen, besonders wenn man chronisch unterversorgt ist mit Mineralstoffen, was die meisten sind. Aber das ist halt wirklich optimal, nicht über irgendwelche Sprossen zu versuchen. Also Sprossen sind auch ganz gut, besonders abends, aber auch nicht jetzt über Nüsse besonders oder Samen oder auch Früchte. Es gibt ja auch sehr mineralstoffreiche Früchte. Aber da würde ich wirklich nicht drauf achten.
Also zumindest nicht drauf achten. Man kann zusätzlich noch darauf achten, dass die halt nicht diese Mineralstoffe haben, aber das muss man nicht unbedingt. Das mache ich jetzt zum Beispiel, dass ich halt eher halt die Säfte nehme, die halt feinstofflicher sind, oder halt einen Apfel, der nicht viele Mineralstoffe hat, oder dass ich statt einer Avocado Kokosnussfleisch habe, was aber zu teuer ist eigentlich. Ist auch so, dass es, wenn ich halt schon noch halt mir sozusagen was gönne oder es halt noch brauche, mir etwas zu gönnen, sage ich mal so. Die Früchte sind ja schon sich was gönnen, aber wenn man halt noch darüber hinaus was haben möchte, weil man halt noch irgendwie süchtig ist oder noch nicht ganz so weit ist insgesamt, was ja vollkommen okay ist, und sogar gut ist darüber hinaus, dann ist es so, dass ich zum Beispiel frische Datteln verwende als trocken, also halt keine richtigen Trockenfrüchte, sondern halt wirklich versuche frische Datteln zu nehmen, die dann auch noch einen Biophotonanteil haben, außer wenn die halt vorher schockgefrostet sind. Ich möchte auch nicht zu weit abschweifen, aber dass ich dann auch statt Nüssen halt wirklich eine, also statt echten Nüssen eine Kokosnuss nehme. Eine Kokosnuss ist ja eine Frucht. Obwohl Mandeln jetzt auch Steinfrüchte sind, aber die Kokosnuss ist sehr feinstofflich und Nüsse, da ist es so, dass die sehr viel, ja nicht sehr viel, das ist Quatsch, aber dass die Antinährstoffe haben, die enzyminhibitorisch wirken, also enzymhemmend. Und Enzyme sind eigentlich gleichzusetzen mit Biophotonen, was gleichzusetzen ist mit Prana. Und Nüsse müsste man 24 Stunden lang einweichen, damit diese, wie heißt das nochmal, nein, nicht Phytoöstrogene, Phytinsäure, genau, Phytinsäure und andere Enzyminhibitoren, aber ich glaube auch noch Saponine und Tannine oder irgendwelche anderen Antinährstoffe, bis die in Samen und Nüssen ja nicht mehr vorhanden sind. Und es ist auch noch so, dass Nüsse und Samen meistens ein sehr schlechtes Omega-3-zu-6-Verhältnis haben, was dann entzündlich für auf den Körper wirkt. Und die sind auch sehr, haben auch sehr viel erdige Stoffe in sich und so weiter. Das hat Kokosnuss zum Beispiel nicht. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen abgeschwiffen in diese Richtung. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Notizen. Genau, die Mineralstoffe halt wirklich durch Gemüse dann halt zu sich nehmen und auch nicht versuchen durch Nüsse oder irgendwelche anderen Lebensmittel, eigentlich am besten durch kein Lebensmittel versuchen jetzt da danach auszuwählen, dass die jetzt mineralstoffreich sind. Es geht eigentlich darum, dass man sich feinstofflicher ernährt, weil der Körper halt seine Energie durch das Prana halt selbst erzeugt und auch seine alle nötigen Mineralstoffe und Nährstoffe und alles Zusätzliche beerdigt den Körper und alles Zusätzliche braucht man nur dann, wenn man halt noch Gift im Körper hat, was bei den meisten für etliche Jahre der Fall ist. Dafür braucht man dann wieder Mineralstoffe, um diese Gifte abzupuffern. Und das ist am besten, wenn man das abends macht und durch Blattgemüse. Also bei mir ist es momentan so, dass ich 150 Gramm dunkelgrünes Blattgemüse wie Spinat, Mangold, Petersilie, Brokkoli, Grünkohl, Möhrengrün zum Beispiel oder Wildkräuter zu mir nehme und mehr beerdigt mich schon und merke ich, wie das zu viel ist, wie ich das nicht brauche, wie mich das runterzieht, wie ich nicht mehr energetisch bin, nicht mehr so leistungsfähig bin. Bei den meisten wird das deutlich mehr sein, 300, 400 Gramm, 500 Gramm vielleicht sogar. Oder, dass ich zwei Köpfe Salat esse, habe ich auch mal bei Chronometer danach geguckt, da ist es dann wirklich so, dass man ungefähr gleich viel Mineralstoffe hat. Also zwei Köpfe Salat sind ungefähr 150 Gramm. Blattspinat und Zwetkopfsalat sind, glaube ich, 600 Gramm insgesamt. Also ist viermal weniger mineralstoffreich. Hat man aber sehr viel strukturiertes Wasser noch zu sich genommen, ist dann auch ein Vorteil. Und Salate kriegt man auch häufiger in Discountern und so weiter als dunkelgrünes Blattgemüse. Ja, Wildkräuter ist bei mir maximal 50 Gramm, also 50 Gramm oder so eine Handvoll Brennnesseln oder so. Also die sind halt wirklich sehr stark, da braucht man auch nicht viel von. Und das ist dann halt auch ein Vorteil von den Wildkräutern, dass man dann die ganzen Mineralstoffe hat, ohne sich halt zu sehr noch in Anführungszeichen zu belasten. Also Belastung ist das ja wirklich nicht, wenn man halt rohes Gemüse isst oder so. Außer ab einem gewissen Grad, aber da bin ich auch noch nicht. Ja, ich will mich auch nicht tausendmal wiederholen, ich denke, ihr habt es verstanden. Da habe ich noch so ein Problem manchmal mit, dass ich zu viele Dinge wiederhole. Mal gucken, was hier noch in meinen Notizen steht.
Genau, erdige Stoffe sich lieber erden durch Gemüse. Also auch wenn man das Gefühl hat oder das Bedürfnis hat, sich zu erden, dass man halt zu sehr wegfliegt, so nach oben fliegt und so weiter. Ich erde mich da halt wirklich, indem ich halt mehr Gemüse esse in erster Linie. Und oder Wildkräuter oder einen Grassaft trinke. Grassaft ist auch sehr gut. Grassaft ist besonders auch im Winter gut, weil man kann da regionalen Hafer sich holen oder anderes Getreide und das einfach für 10 Tage, glaube ich, 7 bis 10 Tage keimen lassen. Und dann hat man da halt sein eigenes Gras und das ist halt auch wirklich sehr günstig. Und da ist man im Winter dann auch mit dem Grün versorgt, nur muss das dann halt schaffen, irgendwie zu entsaften, dass man halt einen Entsafter hat. Oder dass man das halt, habe ich auch schon ein Video zu gemacht, im Mixer packt, mit etwas Wasser dazu, gefiltertem Wasser, und dann durch ein gut gereinigtes Küchenhandtuch presst. Dann hat man auch, also ist halt wirklich wichtig, täglich sein Grünzeug reinzubekommen. Also 150 Gramm, für die meisten so vielleicht reichen euch schon 250 oder 300 Gramm. Solltet ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr die täglich reinbekommt oder zumindest mal einen ganzen Kopf Salat oder so oder 2 Köpfe. Falls ihr das runterbekommt. Oder halt Wildkräuter. Wildkräuter ist sowieso eigentlich so das Beste, aber da dann nicht zu viel. Ja, das habe ich mir schon wieder wiederholt, ne? Scheiße. Saftige biologische Früchte und Fruchtsäfte oder Fruchtgemüse, falls die Qualität der Früchte einfach nicht stimmt, falls die auf Zucker überzüchtet sind, falls die halt zu sehr belastet sind oder so und so weiter, dann kann man dann auch sehr gerne auf Fruchtgemüse und so weiter ausweichen. Der einzige Vorteil von süßen Früchten ist, dass der Zucker reinigend wirkt, aber wenn man halt morgens das hat mit dem Reinigungseffekt, dann kann man mittags auch die Gemüsefrüchte sozusagen konsumieren. Das ist aber halt wieder in diesem Zustand, den ich gerade beschrieben habe, für die meisten, die halt noch sehr vergiftet sind oder halt sehr viel Schlacken im Körper haben, das ist sinnvoll, mehr Zucker zu sich zu nehmen, aber natürlich am besten halt in Form von, also in ganzheitlicher Form. Da kann man dann auch auf jeden Fall gerne Trockenfrüchte anwenden, auch Trockenfrüchte, die nicht roh sind, und dann halt mal, weiß nicht, eine halbe Schachtel oder eine Schachtel Datteln verputzen oder sowas, wenn dann genug Gemüse konsumiert, um das wieder auszugleichen, den Zucker, weil sonst übersäuert das den Körper. Außer man ist sehr schlank, man kann auch sehr schlank und trotzdem sehr vergiftet sein, aber wenn man sehr schlank ist, kann man den Blutzuckerspiegel besser regeln. Das merke ich auch mittlerweile, und da kann man dann auch mehr davon konsumieren, falls der Körper es halt wirklich braucht, um sich zu reinigen, um die Gifte zu lösen. Aber die gelösten Gifte, die werden dann am besten wieder halt mit Grünzeug oder grünen Säften oder sowas abgepuffert. Oder ausgeleitet direkt durch Training. Ja, sonst hatte ich eigentlich jetzt alles erzählt. Also Nüsse, Samen und so weiter würde ich halt nicht verwenden, um sich zu erden. Da würde ich halt in erster Linie Gemüse nehmen, und wenn das halt nicht reicht, dann würde ich Avocados versuchen. Ich hatte es ja mal berichtet, dass das bei mir mit Avocados nicht gereicht hatte. Ich vermute, dass ich da einfach zu wenig Grünzeug insgesamt hatte. Ich glaube nicht. Nee, das war was anderes. Stand ja so unter Strom, dass ich noch nicht mal eine Verdauung hatte. Da hätte es gar nicht gebracht. Ich hätte da eigentlich meditieren müssen. Oder halt irgendwie Trockenfrüchte oder was hatte ich hier noch stehen? Genau, in dem Fall hätte ich dann so Rezepte aus Nüsse oder Samen machen können oder zur Not mir auch mal ein paar Nüsse oder Samen rösten können oder gedünstetes oder was ich dann noch gut finde in so einem wirklichen Notfall, wo man halt so total unter Strom steht und überhaupt nicht mehr klarkommt, auch durch Meditation und sowas nicht runterkommt. Eine gebackene, 2 bis 3 gebackene Süßkartoffeln und die dann auslöffeln. Das ist gut, wenn man die einfach in der Mitte durchschneidet in 2 Hälften und bei 180 Grad für ca. 25 bis 30 Minuten im Backofen legt, mit der Schale nach oben, wenn die halt in 2 Hälften geschnitten ist, und dann kann man die schön auslöffeln. Ja, aber ab und zu esse ich auch noch Nüsse und Samen, mache mir da halt aus rohen Mandeln oder irgendwas halt so einen rohen, ja, rohes Mandelmus. Ja. Gucken, wir sind bei 15 Minuten. Okay, dann muss ich noch ein drittes Video machen, weil ich noch viel mehr zu erzählen habe.